Psychologie: Diese Gesprächsthemen können Beziehung gefährden. Kommunikation ist das A und O, nicht umsonst wird dieser Satz vielfach genutzt. Doch schon dieser eine Satz kann auf unterschiedliche Weise verstanden werden, als Wink mit dem Zaunpfahl oder als Nennung eines wahrgenommenen Fakts. Vielleicht gar auch als sarkastische Bemerkung. Kurzum, Kommunikation mag einerseits das A und O sein. Also das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende aller Dinge, zum Beispiel einer Beziehung. Andererseits ist Kommunikation aufgrund ihrer Komplexität auch nicht immer einfach. Sie erfolgt zwangsläufig dauerhaft, also auch ganz nonverbal, auch wenn wir beispielsweise schweigend mit verschränkten Armen in der Ecke sitzen und damit so etwas andeuten wie: Ich möchte hier gerade wirklich nicht sein. Die Beziehungswissenschaft legt nahe, dass die Qualität der Kommunikation mit der Zufriedenheit in einer Beziehung korreliert. Eine Studie belegt diesen großen Zusammenhang zwischen negativ wahrgenommener Kommunikation und Beziehungsunzufriedenheit. Auch eine weitere Studie zeigt, dass eine etablierte Kommunikationsebene den guten Verlauf einer Ehe wahrscheinlicher macht, wenn sich die Kommunikation hingegen verschlechtert. Gerät das Paar laut der Untersuchung unweigerlich in einen Niedergang. Die Harvard-Psychologin Dr. Courtney S. Warren hat in ihren Sitzungen viele Erfahrungen mit PatientInnen in Beziehungskrisen sammeln können und hat erlebt, wie Paare besonders dann schnell auseinandergehen, wenn sie mit Verachtung miteinander sprechen. In den Augen der Wissenschaftlerin ist eine solche Art der Kommunikation besonders deswegen gefährlich, weil sie nicht nur den Charakter einer Person angreift, sondern man sich auch eine Position der Überlegenheit ihr gegenüber anmaßt. Sie nennt Beispiele für toxische Aussagen, die nichts Gutes für die Beziehung bedeuten. Wir stellen drei davon vor. Wer dem, der Partner, in das Gefühl gibt, weniger wert zu sein als man selbst, sorgt im Zweifel dafür, dass sich der, die Partner, in emotional distanziert. So etwas kann sacht anfangen mit Aussagen wie: Der Bereich ist doch meine Stärke. Doch sehr schnell kann sich so eine Einstellung, nachdem man mit der anderen Person nicht wirklich auf Augenhöhe agiert, zu toxischen Aussagen entwickeln wie: Du kannst von Glück reden, dass ich überhaupt mit dir zusammen bin. Anführungszeichen. Das kannst du nicht. Komma, du bist dafür nicht geschickt klug stark genug. Komma. Du bist ein schlechter Vater. Nur einige Beispiele von Sätzen, mit denen die Unsicherheiten oder Schwächen des Gegenübers betont und gegen sie verwendet werden. Wir als Beziehungsperson wissen zumeist um die Themen, mit denen unser eigentlicher Lieblingsmensch zu kämpfen hat. Ihnen genau diese, vermeintlichen, Unzulänglichkeiten vorzuwerfen, zerstört, mitunter dauerhaft, das Vertrauen zueinander. Du überreagierst. Komma, du bist verrückt. Komma, das bildest du dir ein. All das sind manipulative Sätze, mit denen versucht wird, dem Gegenüber die eigene Wahrnehmung abzusprechen, auch bekannt als Gaslichting. Dieses Verhalten drückt aus, dass die Emotionen, Gedanken und/oder die Auffassung des, der Partner, in nicht ernst genommen werden. Im schlimmsten Fall handelt es sich hierbei sogar um beabsichtigtes Verhalten gegenüber der Beziehungsperson. Wie bereits erwähnt, ist Kommunikation komplex und nicht immer gelingt es, dass sich alle Seiten wohl verstanden und gesehen fühlen. Gerade im Streit neigen wir dazu, ad hoc zu reagieren und sagen manches Mal Dinge, die wir nicht ernst meinen oder schnell bereuen. Hier hilft es nur, immer das Beste zu versuchen, was uns in der jeweiligen Situation möglich ist, und falls das mal nicht funktioniert hat, uns aufrichtig zu entschuldigen. Statt unserem Gegenüber das Gefühl zu geben, weniger wert zu sein, was oftmals unserem eigenen niedrigen Selbstwertgefühl entspringt, können wir versuchen, die eigentliche Ursache anzusprechen. Psychologin Warren schlägt hierbei Aussagen vor wie: Ich habe gerade ein Problem damit, uns als gleichwertige PartnerInnen in dieser Beziehung anzusehen, und muss daran arbeiten. Sehen wir, wie ein Mensch, der uns doch eigentlich so wichtig ist, unzufrieden ist, können wir versuchen, das Problem gemeinsam mit unserer PartnerIn zu lösen.
anstatt den, die Partner, in zum Problem zu machen und um auf die Dauer eine gesunde und glückliche Beziehung zu haben. Müssen sich alle Parteien darin wahr und ernst genommen fühlen, auch wenn wir nicht jedes Gefühl unseres Gegenübers unbedingt nachempfinden oder gar verstehen können. Ist es unabdingbar, die Emotionen, Gedanken und Wahrnehmungen des, der Partner, in unbedingt zu akzeptieren? Verwendete Quellen: Journalsage.com, Scene Directors.com, CNBC.com.